Wir haben ja schon festgestellt, dass manche Gartenhack-Videos ziemlich sinnlos sind. Und das ärgert mich immer, wenn solche Videos Millionen Aufrufe haben, aber die Sachen, die darin gezeigt werden, überhaupt nicht funktionieren. Es gibt aber ein paar ziemlich coole Gartenhacks, die wirklich funktionieren, und die zeigen wir euch heute. Und zwar kann man, wenn man Jungpflänzchen vor Frost schützen möchte, entweder jetzt im Herbst oder dann im Frühling, einfach ein Marmeladenglas nehmen, das über das Jungpflänzchen stülpen, und so hat man ein kleines Mini-Treibhaus gebaut und schützt die Pflanzen gleichzeitig auch noch vor Schnecken. Auf zum nächsten Hack, den habe ich von Jackie, und zwar könnt ihr, wenn ihr Wühlmäuse im Garten habt, das ist ja echt eine Plage, ne? Aber dann könnt ihr einfach mal einen Stab in die Erde stecken, da eine alte Plastikflasche drüber stülpen, und dann wird die vom Wind so hin und her gerüttelt. Der Schall überträgt sich auf den Boden und das geht den Wühlmäusen dann hoffentlich so auf den Senkel, dass sie eure Beete in Ruhe lassen. Aber denkt dran, Wühlmäuse sind wirklich hartnäckig und man muss da immer unterschiedliche Methoden einsetzen, um die wirklich effektiv aus dem Garten vertreiben zu können. Aus Klopapierrollen kann man richtig einfach Anzuchttöpfchen basteln. Dafür einfach an einer Seite 4 Schnitte rein, die Laschen umfalten, sodass da ein Boden entsteht, und dann könnt ihr da direkt reinsäen. Und wenn ihr dann auch noch die passenden Pflanzschilder braucht, um eure Aussaaten zu beschriften, dann könnt ihr dafür zum Beispiel Joghurt Becher klein schneiden oder alte Plastikabfälle. Das funktioniert richtig gut, wenn man die mit einem Edding beschriftet, dann kann die Schrift auch nicht abgewaschen werden. Gemüse wie Kohl oder Lauch sind ja sehr empfindlich, weil es viele fiese Schädlinge gibt, die es auf die abgesehen haben. Und deswegen baue ich die zum Beispiel immer unter so einem Kulturschutznetz an, damit die Schädlinge da gar nicht erst reinkommen. Und dafür ist es super praktisch, wenn man sich solche Bögen baut, wo man dann das Netz drüber spannen kann oder im Winter zum Beispiel auch einen Winterflies, sodass die Gemüse ein bisschen eingemummelt und vor Frost geschützt sind. Und diese Bögen kann man sich ganz einfach selber bauen aus Elektroinstallationsrohren. Da nehme ich immer die, die innen drin so einen Aluminiumkern haben, weil die sehr viel besser mit Frost zurechtkommen als die, die nur aus Plastik sind. Und dann schneide ich die einfach in Stücke und biege mir daraus meine Bögen, mache einen kleinen Metallstab in die Erde, da kommen die dann drauf, und so kann man sich ganz einfach Mini-Tunnels selber bauen. Wusstet ihr, dass ihr, wenn ihr Kartoffeln pflanzen wollt, die Kartoffeln einfach einmal in der Mitte durchschneiden könnt, und dann habt ihr zwei unterschiedliche Pflanzkartoffeln. Dabei ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass jede der Hälften auf jeden Fall noch Augen hat. Das sind diese Dinger hier, weil da später die Triebe rauswachsen. Und dann müsst ihr die Schnittflächen noch abtrocknen lassen, bevor ihr die pflanzt, damit da keine Keime reinkommen. Ansonsten könnt ihr die auch mal in Asche tunken. Das hat den gleichen Effekt. Aber dann könnt ihr aus einer Pflanzkartoffel gleich zwei oder drei machen. Wenn ihr viele Schnecken in eurem Garten habt, dann könnt ihr aus einem alten Joghurtbecher ganz einfach einen sehr effektiven Schneckenschutz basteln. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert, dann schaut mal da drüben vorbei. Ansonsten geht raus, macht die Welt ein bisschen grüner, und wir sehen uns am Samstag um 10 Uhr für ein neues Video. Tschüss!